Wenn für Sie Adenauer lediglich einen Straßennamen oder einen Platznamen hervorruft, dann kommt nach Röndorf, um den Politiker besser kennenzulernen, der große Einwirkungen auf die deutsch-französische Freundschaft hatte. In Röndorf werden Sie tiefe Einblicke in sein privates Leben und sein Wirken bekommen. Nach seinem Tod im Jahr 1967 wurde Adenauer nach seinem Wunsch in Röndorf beigesetzt. Das Grab befindet sich auf dem Waldfriedhof des Ortes und hat einen schlichten Grabstein mit seinem Namen drauf. Adenauer ruht dort mit seinen Eltern und seinen beiden Frauen. Auf dem Grab von Adenauer befindet sich eine Vielzahl von Kränzen, die von den deutschen und französischen Regierungen beigelegt werden. Aus welchem Grund werden ihm solche Ehrungen beigelegt? Das Haus von Adenauer verleiht tiefere Einblicke in sein privates und politisches Leben. Unter anderem sind zu sehen Staatsgeschenke von de Gaulle oder vom Vatikan. Im Wohnzimmer von Adenauer ist der Platz zu sehen, wo er die wichtigsten Gäste aufnimmt, wie de Gaulle, und Gespräche hält. An diesem Tisch wurde Tee getrunken und hier haben sie sich unterhalten. Im Garten hat er sich ein Arbeitszimmer bauen lassen nach seinen Bundeskanzlerjahren. Man kann dort seine Bücher und Bilder betrachten. Er ließ sich seinen Schreibtisch aus dem Bundeskanzleramt liefern, kommt und entdeckt die lustige Geschichte des Geschenkes von de Gaulle an Adenauer und Adenauers Geschenk im Rückzug. Konrad Adenauer liebte es, sich um seinen Garten zu kümmern. Er pflegte ihn und nutzte diese Zeit als Entspannung. Sein Garten ist sehr farbenfroh und immer geordnet. Adenauers Garten hat eine wunderschöne Aussicht auf den Rolandsbogen, das Nonnenwerth und den Drachenfels. In seinem Garten befinden sich diverse Pflanzen, Bäume, Skulpturen sowie ein paar Springbrunnen. Er war ein begeisterter Rosenzüchter. In Adenauers Garten kann man ebenfalls den Arbeitspavillon vorfinden. Komm und zähl die Stufen, die Adenauer jeden Tag besteigen musste. Am Ende der Besichtigung ist eine Statue von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle zu sehen, welche als Symbol für die deutsch-französische Freundschaft steht. Sie werden verstehen, weshalb Charles de Gaulle und Konrad Adenauer als Statuen nicht der reellen Größe entsprechen. Im Museum in Röndorf wird eine interessante Exposition über das Leben und Wirken von Konrad Adenauer gezeigt. Die Ausstellung umfängt verschiedene Objekte und Dokumente aus Adenauers Leben, die Einblicke in seine politische Karriere und Persönlichkeit bieten. Warum gibt es Beileidsbekundungen aus Frankreich in seinem Haus? Kurz gesagt, kommt und macht einen Sprung in die Vergangenheit, um den Gründer der BRD, Rollenspieler und Versöhner von Deutschland und Frankreich zu treffen. Heutzutage besichtigen vor allem Schüler oder ältere Menschen Röndorf. Es wäre besser, wenn alle Generationen kommen könnten. Wir hoffen, wir konnten euch überzeugen.